ist der Moritz. Moritz und die Maschine. Hier bin ich bei der Feuerwehr. Da sind Feuerwehrleute mit ihren Feuerwehrautos. Wie hoch ist die Leiter? 32 Meter. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, das ist ganz schön hoch. Die lange Leiter kann rausfahren und sich drehen. Deswegen heißt dieses Feuerwehrauto auch Drehleiter. Ich will mir das mal angucken. Thomas zeigt mir alles. Da sind Schläuche unter eine Plane verpackt. Die kann man ganz schnell rausholen, wenn es mal brennt. Von hier oben kann man alles gut sehen. Man muss die andere Seite vom Fahrzeug auch noch angucken. Mhm. Oh, guck mal, am besten mit dem Autofenster runtergehen. Das Feuerwehrauto hat nicht nur eine lange Leiter. Es gibt eine Seite auch solche Rollladen. Mal sehen, was dahinter ist. Mal in der Mitte anfassen, ne? Sonst kommt man da nicht runter. Ne? Was ist das? Ja, das sind unsere Schläuche, ne? womit wir löschen können. Und das ist ein ganz großes Sprungtuch, damit die Leute vom Dach springen können. Dann machen wir zusammen mit zwei. Hilfe! Und was gibt es noch? Verteiler. Genau. Oh, sehr gut. Hey, du wirst ein richtig guter Feuerwehrmann werden. Eigentlich werde ich Tierarzt. Ach, du wirst Tierarzt, okay. Hier, das ist die Feuerspritze. Einschlafen. Praktisch zusammengerollt. Ja. Da sind dann noch Anschlüsse. Genau, Anschlüsse. Und was ist auf der anderen Seite? Da ist ein Feuerlöscher. Kann ich mal damit löschen? Oh, nee. Was ist das hier? Gasflasche, oder? Hier sind auch Fächer mit lauter Sachen drin. Was ist das hier? Und die sind super gut aufgeräumt. Man findet alles sofort, wenn es mal schnell gehen muss. Das andere Feuerwehrauto ist auch voller Geräte. Für alle möglichen Notfälle. Genau, ja, damit wir die Leute retten können aus dem Wasser. Hochpoller, langsam. Was ist das hier? Das ist eine Notfallwanne. Die Notfallwanne sieht ein bisschen aus wie ein Planschbecken. Da kommen Flüssigkeiten rein, wenn mal etwas ausläuft. Oder irgendwas auffangen, ne? Wollen wir es auspacken? Na los. Die Feuerwehr kommt ja nicht nur, wenn es brennt, sondern auch, wenn sie etwas wegräumen muss. Oder jemanden retten. Manchmal sogar, um eine Katze vom Baum zu retten. So ein Feuerwehrauto ist wie ein fahrender Werkzeugkasten. Und was ist das? Das ist eine lange Kabeltrommel für Strom. Kann ich auch mal in diesen... Was ist das? Konstantin hat eine Motorsäge.
Manchmal muss die Feuerwehr auch Bäume klein sägen, wenn sie bei Sturm auf die Straße gefallen sind. Das ist laut! Laut, ja? Tobias hat einen kleinen Feuerlöscher. Damit darf ich jetzt spritzen. Oh, es gibt ja einen Regenbogen. Ich darf auch mit einem richtig großen Schlauch spritzen. Ist das schwer? Nein. Also nicht, gar nicht schwer. Leichter. Der dicke Schlauch ist in dem Feuerwehrauto aufgerollt. Kann ich mal löschen? Ja, warte mal. Da rufen wir noch einen Kollegen wieder zu. Kannst du mal kurz die Pumpe anmachen? Konstantin schaltet die Pumpe ein. Das Feuerwehrauto hat einen großen Tank. Da kommt jetzt das Wasser raus. Jetzt geht's ab. Feuerwehrauto! Guck mal, jetzt hier vorne ganz zu stehen. Konstantin stellt jetzt die Pumpe wieder ab. Ganz schön toll, so ein Feuerwehrauto. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ich bin Moritz. Moritz und die Maschinen. Mehr vom Elefanten in der ARD Mediathek.